Willkommen zurück bei The Search. In der letzten Folge hatten wir ja dann noch, das hier können wir noch austauschen gegen nochmal mehr Leben. 310 Leben haben wir jetzt schon, das ist super. So, Sally hat uns nichts Neues gesagt, eventuell, ich weiß halt nicht, ob die dieses diesen Gorgon-Helm meinte, Operator-Klasse. Wir haben ja sonst, na wohl, Sentinel-Klasse, den Helm haben wir noch nicht hergestellt. Ich stelle jetzt einfach mal einen einfachen Helm her. Auch den. Die braucht halt irgendeinen Helm, ne? Die hier um die Ecke steht, die Irena. Habe ich gerade auf dem Kopf. Vielleicht braucht sie da noch mal einen Gorgon-Helm. So, können wir denn hier irgendetwas aufwerten? Auf MK4 habe ich noch nichts dabei, ne? Auch doch, Kopfteil haben wir schon mal gefunden. Na gut, mal schauen, ob so ein Helm von denen braucht, die ich jetzt hier hergestellt habe. Mehr habe ich nicht dabei. Hallo? Hallo? Oh, du bist's. Ich hab grad keine Zeit. Der Chief. Kann ich nicht ohne Anstecken. Dann lass sie. Ja, das kennen wir schon. Ah, Gorgonhelm. Ja, der ist es tatsächlich. Haha, super. Hier, ich denke, der Helm sollte passen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ein Stück näher dran, wieder ich selbst zu sein. Entschuldige, aber ich muss los. Okay, bye. So. Das hier funktioniert alles nicht mehr, oder? Findet sich bereits hier. Aber hier war doch sonst noch so ein... Ach doch, hier der Aufzug geht wohl anscheinend auch wieder. So, komm mal wieder runter, Drohne. Huch, hab ich dich geweckt? Das tut mir leid. Shit. Nein, lass mich weg. Shit. Wenig Schaden bei denen. Ah, okay. Dann Schwanz ab. Mal gucken, ob der wieder so einen Zusatzkern dabei hat. Hey, wo willst du hin? Nice. Oh, Zusatzkern XL. Okay, wieder was Neues. Das ist nochmal Vitalboost 1. Kernleistung plus 9, krass. Sicherheitszugang zu Creo 1. Wir gehen erstmal da runter, da gab es ja noch diese Entriegelung mit Stufe 75. Nein, hör auf! Ich war noch nicht fertig hier. Okay, da will ich richtig mitmachen, dann hau ich ihn halt hier direkt in der Ecke kaputt. Ausdauer. Boah, der hält aber was aus, ey. Okay, das war schon. Ein Schlag hat noch gefehlt. So, na dann.
wüsste ich gern, welche Tür ich dann dafür öffnen kann. Ach ne, liegt wieder so ein Nanokern drin. Dann nimm's halt mit. Ha. Huh. Bloß ein Nanokern hat es hier gegeben. Stimmt, wir sind doch da oben. Sind wir da mal weiter? Ich weiß noch, dass mir hier oben das erste Mal so ein Skorpionvieh entgegenkam. Ich dann aber nicht weiter bin, weil der schon ziemlich heftig war. Okay, einer fehlt. Jetzt ist hier hinten bloß noch einer. Aber immerhin kann ich bei denen auch meine Combo-Attacke ausführen. Das ist ganz geil eigentlich. Also die scheint sich auch so ein bisschen staggern zu lassen. Huh. Das war doof. Das war ganz gut. Hat, glaube ich, nicht ganz so viel ausgehalten. Ja, der hat einen normalen Zusatzkern fallen gelassen. Ui. Da hinten liegt ein Item. Ach man. Ach komm. Scheiße. Arschkopf. Was für ein Rumgekloppe. Ich wusste gerade gar nicht, wo ich hinziele. Eigentlich wollte ich den Schwanz auswählen, aber das hat er nicht gemacht. Er sagt jetzt ab. Ja. Und tot. Vermute mal, das hier ist nochmal ein schönes Implantat. Shit. Mechanisches Gegengewicht V2. Mechanisches Gegengewicht V2. Wuchtschaden und so weiter erhöht. Ich hatte doch mal eins, was die Waffenfertigkeit erhöht. Das hier. Achso, das könnte ich direkt vor Ort hier umtauschen. Einseitig punktiert, beidseitig punktiert, das meine ich nicht. Das hier ist das mit dem toxischen Autofilter. Neutralisiert toxische Gase, sodass sie gefahrlos eingeatmet werden können. Achso, das geht wieder bloß in der Medibay. Na gut. Gut, also hier oben scheint dann auch erstmal nichts zu sein. Alle Kisten nochmal mitnehmen. Wohl soll es auch da weiterhin gehen. Also wieder runter. Das ist auch ein Riesenlevel hier. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Moment. Ich fahre nochmal hoch. Lag hier oben was? Ach nee, das war bloß so eine kleine... die Ecke vom Container, die dort hell erleuchtet wurde. Und wieder runter. So. Ich möchte da hinten, also da den Gang weiter, eigentlich nicht weiter gucken, sondern erstmal zum Anfang zurück und da eventuell weiter. Wo ging es denn hier lang? Ach stimmt, hier hatten wir auch schon irgendwas gefunden. Gut. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wo der Fahrstuhl hier hinten hinführt.
Der da hinten. Bei dem hier links weiß ich es noch. Benötigst du Hilfe, Warren? Ach, gut eigentlich. Huch! Ach, shit. Ja, scheiße, wenn du als KI feststeckst, ne? Hau ich dich trotzdem kaputt. Da unten haut immer noch mit dem Kopf gegen die Wand. Hier kommen wir doch bloß wieder zurück zu den Zügen. Ach ja, genau, hier war ja die Drohnenregistrierung. Ach, die sind auch neue. Fuck, noch einer. Fuck, weg. Arsch, ey. Und hier schon MK... Oh, so einer auch noch. Scheiße. Ob die hier schon MK4 fallen lassen können? Hauen weg! Hauen weg! Ah, jetzt bin ich nicht weggekommen. Na komm, mach endlich kaputt, ey. Vielleicht liegt, sah, wie die Welt vor seinen Augen zerfiel. Ich glaube, vielleicht liegt ja hier auch nochmal wieder was Neues rum. Na, guck mal an. Kinetischer Verstärker? Arschloch! Missernten, steigende Meeresspiegel, Dürren, Fluten, Stürme, unsere Welt lag im Sterben. So, schauen wir uns gleich mal den kinetischen Verstärker an. Ah, okay. Einseitig montiert plus 4, beidseitig montiert plus 4. Mit jedem Start wird die Integrität unserer Atmosphäre gestärkt. Vitalboost V3 nochmal. Oh, das ist super. Dann können wir die andere V1 nochmal ersetzen. Ich werde hier sterben. Ich hatte in den letzten Tagen viel Zeit darüber nachzudenken. Ich wünschte, das hier wäre für jemanden. Aber das ist es nicht. Man fängt an, nachzudenken im Dunkeln. Lauscht den Lauten da draußen. Jetzt ist es zu spät. Das also wird mein Grabgedicht. So traurig, wie mein Leben im Nachhinein ist. Keine Beziehung, keine Familie. Am Ende läuft es alles auf eines hinaus. Nichts. Es hat keinen Sinn mehr, sich noch zu verstecken. Vor nichts von alledem. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Kann ich denn? 83 von 85. Könnte sein, dass das knapp wird mit dem Vitalboost. Ha, geht gerade so super, 340 Leben. Was hatte ich denn vor, was ich eventuell gegen Ausdauer mal austauschen würde? Ah ja, hier. Was war denn das? Hier, 2 nicht plus 2, dann dürfen wir plus 4 Schaden kriegen. Ah ja, nicht genug Kernleistung. Uns fehlt ein Level. Ich versuch's mal, wir dürften genügend von denen hier dabei haben. So,
So, das dürfte reichen. Jo, passt. Ausdauer plus 30 ist halt schon geil, ne? Aber ich habe hier plus 43, das kann sich nochmal um 7 steigern und da auch noch 1 plus 30. Probieren wir das mal. Moment, beidseitig montiert? Achso, das geht wieder nicht. Was ist denn besser, wenn ich halt auf einseitig montiert gehe? Ja, das sind wahrscheinlich andere Dinge, ne? Schaden, ja. Dann nehme ich mal das rein und einmal Ausdauer weniger. Mal schauen, ob ich damit auch ganz gut zurechtkomme. Komm jederzeit wieder. Und dann... Dies ist keine genehmigte Pause. Gehen wir mal den Weg. Ich weiß es echt nicht, wo wir hier hin müssen. Null Plan derzeit. Am besten natürlich, wir laufen vielleicht nochmal alles ab. Scheiße. Und hoffen auf MK4, Wolfram-Legierung. Die lassen alle nichts fallen. Da hinten ging es halt auch noch überall weiter. Da hinten auch wieder. Oh, jetzt kommt hier einer auf den Steg. Kann auch ganz leicht runterfallen bei den Animationen. Das ist mir zweimal bei den Farmrunden passiert. Gerade weil die ein bisschen ausschweifender sind mit der großen Waffe. Wolfram Legion, MK3. Schade. Okay, da haben zwei Schläge gereicht. Ach nö. Nein. Oh. Ha. Wie bin ich denn da durchgefallen? Ich dachte, ich kann da ganz normal rüberlaufen. Das ging aber gar nicht. Pass auf dich auf. Ach so, da hinten ist dieser Gegner. Scheiße. Sehr gute Wahl, Gegner. Sehr gute Wahl. Kann ich auch. So, jetzt hole ich mir auch mein Zeug wieder. Bin ich hier durchgefallen, ne? Ganz großes Kino. Okay. Uhu. Cryo ist nicht nur gefährlich, sondern ein Lebensgefühl. Hier bist du nicht einfach mehr. Du bist jemand wichtig. Bei Cryo geht es um euer Wohlergehen. Und zwar für Körper und Geist. Cryo ist mehr als nur ein Job. Hier Fuck. Hier seid ihr daheim. Weg. Nochmal derselbe Fehler. Hier Geld für Fitness- und Spa-Studios ausgeben. Hör auf. Sehr gut. Wenn ich euch sage, den gibt's hier jede Woche. Robotisches Bein. Mit Cryo's Dream Tour System. Ey, das ist doch was für Maddy. Jeden Ort auf der Oder? Welt und darüber hinaus. Das ist doch was für Maddy. Halt. Bein.
Das taucht jetzt vor allem halt hier auch nicht auf, ne? Eigentlich dachte ich, das kommt jetzt hier. DTS. Oh, es gibt eine neue Drohne. Umgebungsverlangsamung. Echt? Okay, probieren wir mal. Die haben wir wahrscheinlich schon eine ganze Weile dabei. So, da oben. Da geht nur der Fahrstuhl irgendwo hoch. Eure Wünsche. Ich glaube, das ist das robotische Bein für Maddie. Mit DTS. Von dem Scheiß. Was immer ihr auch tun wollt, ist nur ein Klick entfernt. Okay. Wenn man so viel hat. Meine Güte. Die hebt aber ganz schön schnell aus den Angeln. Junge, Junge. Dich auch. Schon. Einer noch. Soll ich da hinten wieder rein? Da ging's denn da nochmal hin? Das ist noch so ein Fiesling. Das habe ich mir gemerkt, dass da noch einer war. Klappern wir halt dann doch alles nochmal ab. Ich habe das nicht im Kopf, wie das hier zusammen erschlossen ist. Ach Gott. Hier kommen wir dann. Ja, hier weiß ich, wo wir runterkommen. Ich gucke es mir trotzdem nochmal an. Ich verabschiede mich mal für heute. Das machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Suchen, wie es weitergeht. Klappern nochmal alles ab. Vielleicht liegt ja nochmal was rum. Hier waren wir schon. Und ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.